Herzlich willkommen bei der Smart Remote Service 2015. Neben mir steht Professor Dr. Brockmeier. Würden Sie sich kurz vorstellen und in welchem Bereich Sie tätig sind? Sehr gerne. Mein Name ist Arndt Brockmeier. Ich bin Professor an der Hochschule in Aalen, dort in interdisziplinären Studiengängen aktiv, insbesondere in technischen Vertriebsstudiengängen, habe aber eine sehr enge Beziehung zu dem Bereich der Remote Services, da ich seit mehr als 10 Jahren sie angefangen vom Dissertationsthema über sehr viele praktische Anwendungen und auch berufliche Stationen mitprägen, mitbegleiten, mitbeobachten durfte. Von daher ist eine sehr große Nähe da. In Ihrer Präsentation sprechen Sie über Industrie 4.0 im Mittelstand und Umsetzungspotenzial zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen, worum es sich dabei handelt? Eigentlich sind es sehr, sehr viele Aspekte, die man hier nennen könnte. Ich versuche es dennoch gern mal. Wir sehen gerade, dass in durch oder mit Industrie 4.0 sehr, sehr große Potenziale möglich sind. Das zeigt sich auf sehr vielen Ebenen, zum Beispiel auf der Ebene der Geschäftsmodelle und der Kooperation mit den Kunden. Das ist auf einmal ganz neue Geschäftsmodelle, auch ganz neue Services, ganz neue Dienstleistungen mit Partnern oder Kunden möglich werden. Sehr viele davon auch sehr werthaltig, also auch ein Gewinn- oder Ertragstreiber. Und daraus folgen natürlich dann andere Organisationsformen, andere Prozesse. Auch ein neues Umgehen mit Daten ist erforderlich. Das produzierende Gewerbe und der Mittelstand sind es gewohnt, mit physischen, materiellen Dingen umzugehen. Und auf einmal geht es jetzt sehr in virtuelle Dinge, unspezifische Daten, unberührbare Dienstleistungen. Das ist eine große Herausforderung. Wie konkret würden Sie es zusammenfassen für Remote Service? Remote Service ist sicher ein großer Baustein, oft ein Baustein, mit dem Unternehmen beginnen, sich für die Zukunft für neue Geschäftsmodelle und neue Dienstleistungen aufzustellen. Remote Services sind meiner Meinung nach daher sehr wichtig, weil sie ja am Anfang der Prozesskette stehen. Sie müssen sie erstmal wie ein Arzt eine Diagnose von ihren Leistungen, eine Diagnose ihrer Produkte, ihrer Maschinen, der Technologie haben, um weitergehende Dinge machen zu können. Von daher haben sie eine essentielle Bedeutung. Sie haben in der vorherigen Frage kurz auf Geschäftsmodelle, die sich halt auch verändern. Haben Sie da konkrete Beispiele, wie sich das Remote Service ändert oder was für neue Möglichkeiten sich daraus entwickeln? Also erstmal der Punkt weg von rein materiellen Leistungen, dem Verkauf einer Maschine, eines technischen Systems, hin zu, nennen wir es mal, hybriden Leistungsbündeln. Aber man kann natürlich noch eine Stufe weiterdenken und dann sagen, eine Fertigung als eine Dienstleistung, nicht mehr ein Bohrer, sondern das Loch als Leistung und sehr viele darüber hinaus mögliche Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Es hat sich eigentlich eine Vielzahl sogar von Begriffen, auch sehr modernen, sehr hippen Begriffen, darum gegliedert. Und man kann diese Dienstleistungen natürlich wie Produktbausteine zusammenpacken oder auch einzeln vermarkten und anbieten. Ist das sowas etwa die Fabrik als Service, dass man halt sagt, so, man kauft nicht mehr, sondern man mietet es einfach an und hat dann so ein Rundum-Sorglos-Paket? Das ist ein sehr gutes Beispiel. Dafür gibt es verschiedene Begriffe. Entweder dieser Begriff Pay-per-Use zum Beispiel, wenn Sie nur eine Leistung eines technischen Systems nutzen oder output-orientiert bezahlen. Oder in dem Falle könnte man auch sagen, bestimmte Leistungsbausteine berechnen. Auch die andere Bezahlmöglichkeiten könnten daran hängen, dass sie erfolgsorientiert bezahlt werden, uptime-orientiert. Ja, genau in diese Richtung geht es, aber es haben sich sehr viele, auch sehr unterschiedliche Begriffe schon dazu entwickelt. Wie sehen Sie das, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren in diesem Bereich passieren wird? Das ist eine sehr schwierige Frage. Jede Prognose ist schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass erst einmal natürlich weiterhin Remote Services aufgebaut werden, dass weitere Erfahrungen darin gesammelt werden, dass neue Sektoren, auch neue Industrien sich damit beschäftigen und dass dann darauf ausgehend sich vielleicht andere Partnerschaften, andere Allianzen sich bilden. Ich bringe jetzt nur mal das Beispiel des Google oder Apple PKWs, wo ganz neue Player im Markt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Komponentenlieferanten emanzipieren, eben nicht mehr nur durch verbauten Technologien sind, sondern jetzt die Möglichkeiten haben, aus sich heraus neue Leistungen für Integratoren, aber auch für andere Kunden anzubieten. Und auch das Thema der Umgang mit Daten, auch Analytik,
Er wird sicher eine Herausforderung der Zukunft dann für die Unternehmen werden, die wir dann aber in Zukunft auch sehen werden müssen. Wie sehen Sie das Potenzial denn vom deutschen Mittelstand oder vom Mittelstand allgemein in diesem Bereich? Erfreulicherweise sehr hoch. Meine Prognose, ist ja eine Prognose, fußt sich auf verschiedene Erfahrungen. Einerseits, wenn ich bestehende Analysen vergleiche dazu, man sagen, glücklicherweise sind wir dort sehr gut aufgestellt. Des Weiteren, das kam sogar heute bei Ihrem Kongress ja auch zum Ausdruck, ist Deutschland sich dieser Thematik sehr, sehr bewusst. Auch die deutsche Industrie hat Begriffe, die und bereitet sich darauf vor. Und last but not least, die sehr arbeitsteilige Struktur und natürlich auch das Wissen, die Ausbildung, die wir hier haben, werden sich ja auch hoffentlich eine gute Basis bilden, um sich darauf auf die Zukunft vorzubereiten. Danke für Ihre Zeit und den kurzen Einblick, den Sie uns gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Veranstaltung. War mir eine Freude. Vielen Dank.